Wir sind unterwegs, es ist Montag, die Kinder sind alle in der Schule und Kindergarten und wir machen jetzt was, was wir selbst nicht gedacht hätten, dass wir das noch machen. Und zwar, wir kaufen uns einen echten Weihnachtsbaum, weil wir irgendwie beschlossen haben, dass uns der Plastikbaum keine Weihnachtsstimmung nach Hause bringt. Also der Geruch von Weihnachten fehlt im Haus. Der Baum ist so perfekt, schön und weiß ich nicht, aber er riecht einfach nicht. Das ist irgendwie so doof und ja, deswegen holen wir uns jetzt einen echten. Der Patrick hat auch gesagt, seitdem wir den Baum haben, hat er keine Weihnachtsstimmung. Aber stimmt schon, also der Geruch, der macht auch sehr viel aus. Es erweckt auch Erinnerungen und es ist so. Ja, deswegen holen wir uns jetzt einen echten Baum. Wir sind schon da und wir gehen jetzt. Rot ist gut, Mama. Gut ist, glaube ich, ja, größer, nochmal größer, oder? Nein, oder? Blau haben wir gesagt. Ja, schau mal das. Boom. Der ist schön, ja. Der ist schon schön. Wie viel war? Ziemlich groß ist er, oder? Ich weiß nicht. Hey, ihr Lieben. Wir haben den Baum nach Hause gebracht. Dann haben wir die Mädels geholt. Und jetzt bin ich alleine unterwegs, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Also selbst ohne Luisa bin ich unterwegs, weil ich jetzt einen Termin habe, einen Ultraschalltermin für meine Schilddrüse. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Also bis nachher. So, meine Lieben, ich hatte jetzt meinen Ultraschall. Ich sag's euch, ich bin so. Also, ein Blick und sofort hat sie gesagt, ja, sie haben Hashimoto. Hashimoto, die Autoimmunerkrankung. Viele haben bestimmt davon gehört und voll viele haben das auch. Also ich weiß, es ist jetzt, sage ich mal so, es ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, es ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, weil so viele Menschen haben das und so viele Menschen leben damit. Es gibt Menschen, die leben ohne Schilddrüse. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil ich wollte diese Tabletten nicht mehr nehmen und jetzt muss ich sogar, sie hat gesagt, ich soll jetzt noch eine Woche oder so oder zwei, jetzt diese 25 fertig nehmen und dann soll ich auf 50 hochsteigen, also upgraden. Oh Mann, ich sag's euch, wow. So eine sehr, sehr, sehr kompetente und sehr gute und sehr erfahrene Ärztin, hat man sofort gemerkt, einfach sehr professionell. Ja, gut, jetzt habe ich halt Hashimoto. Diesen Gedanken muss ich noch ein bisschen verkraften. Es ist halt so, man ist, jetzt bin ich halt 33 und bald 34 und man ist halt jetzt in so einem Alter, ne? Wo der Körper, klingt jetzt zwar vielleicht voll blöd, aber ist halt so. Der Körper ist halt nicht mehr der Jüngste und er baut halt ab und es ist halt so im Kopf auch, diese Umstellung, man muss sich irgendwie noch so dran gewöhnen. Ja, man wird jetzt auch nicht mehr jünger, sondern man wird älter und es kommen Beschwerden dazu und das war jetzt wahrscheinlich nicht eine der ersten Beschwerden, die wahrscheinlich weiter folgen werden, wenn man alt wird, ne? Die Zellen bauen sich ab und ich kann ja noch zum Glück sagen, dass jetzt nicht so was richtig Schlimmes ist. Ja, sie hat auch gesagt, dass Hashimoto halt eine seine Erbkrankheit ist und dass die halt erblich bedingt weiter vererbt wird, wie der Name schon sagt. Und da ich ja zu meiner eigenen Mutter keinen Kontakt habe, wer weiß, hat sie auch Hashimoto, könnte sein. Wir wissen es nicht. Ich habe mit ihr schon über 15 Jahre keinen Kontakt mehr. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass meine Mädels auf jeden Fall gefährdet sind. Gefährdet. Ja, ich sag auf jeden Fall mal untersuchen lassen oder zumindest die Kinder beobachten. Ich habe gesagt, solange sie Kinder sind, wie sie Kinder sind und herumtoben und Sachen machen, dann ist alles gut, aber wenn sie so ruhig werden, dann halt anschauen lassen. Vielleicht gehe ich mit ihnen und mache mal einen Bluttest mit allen drei gleich und vielleicht nehme ich gleich den Patrick auch mit. Wobei sie gesagt hat, dass halt die Jungs jetzt nicht so, die prozentuelle Möglichkeit ist geringer beim Patrick, aber auf jeden Fall könnte man es auch anschauen lassen. Aber ich habe mit Patrick eh vor kurzem einen Bluttest gemacht, damals, wo wir zusammen waren und da war jetzt nichts Auffälliges zu sehen. Ja. Ja. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und Papa hat gekocht. Er hat Schnitzel gemacht und Pommes. Ein kleines. Streitet jetzt? Ja. Und ich habe Kartoffelsalat gemacht, also mit Papa zusammen. Er hat die Kartoffeln gekocht und ich habe es fertig gemacht. Was hat denn die Pistole?
Achso, Papas Schnitzel. Lecker. Nein? Magst du noch Fleisch? Nein. Magst du noch Fleisch? So, meine Lieben, die Luisa ist mittlerweile schon wach und die Lara ist auch zu mir gekommen. Die Lara hat nämlich auch ein kleines Schläfchen gemacht, Lara. Der Papa ist mit Michelle beim Tanzen, die sind aber schon auf dem Weg nach Hause. Und ich bin gerade, wie ihr vielleicht gesehen habt, am Zebebuch zusammenstellen. Ich sag's euch, das ist jetzt so quasi ein Last-Minute-Geschenk nämlich. Und ich finde, Fotobücher und Fotokalender gehen einfach immer. Das ist einfach ein tippitoppi-Geschenk. Und wenn einem nichts einfällt, gerade so für so Omi und Opi, das haben wir jetzt halt in dem Fall nicht, aber wir haben so eine Tante von Papa. Dafür ist das einfach das perfekte Geschenk und das bin ich jetzt hier noch schnell am Zusammenstellen. Ich möchte auf jeden Fall zwei Kalender bestellen. Einen für uns und einen für die Tante von Papa. Und auf jeden Fall noch zwei Fotobücher. Und das ist schon, sag ich mal so, ein emotionaler Auftakt für mich, weil da muss ich in den ganzen Bildern, Babybildern reinschauen und da kriege ich ein bisschen Herzweh. Und mit dieser Zive App, ist ja keine App, naja, sagen wir, am Mac würde man es schon App nennen, geht es auch richtig einfach. Da sind nämlich auch gewisse Vorlagen schon hier installiert, muss man. Hey, was macht ihr ja nicht streiten? Und im heutigen Türchen könnt ihr auch etwas von Zivi gewinnen. Und zwar verlose ich heute nämlich einen 100€ Gutscheincode für euch. Ihr könnt ihn bei Zivi einlösen, für was auch immer. Ist das nicht mega cool? 100€. Damit kann man sich nämlich einiges bestellen. Zum Beispiel ein Kalender, der kostet ja so eigentlich nur 20€. Also ab 20€. Es gibt auch günstigere um 10€, also ihr könnt euch Fotobücher bestellen oder halt einen Kalender oder was auch immer oder zwei Kalender oder mehrere Kalender. Und der Code wird natürlich jetzt über Weihnachten hinaus, also einlösbar sein, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Aber alle Details seht ihr unten in der Infobox, also dort mal lesen, da schreibe ich alles rein, wie lange er gültig ist und so weiter. Hey Luisa! Und wo ihr die App runterladen könnt, die Zive. App, ich sage immer App, aber es ist ja ein Programm, also ja. Damit die Luisa das Video für heute schneiden kann, müssen wir den Vlog beenden. Luisa, das ist kein Handy, das ist kein Touchscreen. Luisa, was tust du hier? Willst du mein Video schneiden? Ja, sagen wir dann Tschüss. Das Video muss ja noch online kommen, heute noch, deswegen sagen wir jetzt schon Tschüss, meine Lieben. Und werde Luisa die SD-Karte geben, damit sie das Video schneiden kann. Also, bis morgen.